Im Wissenschaftsjournalismus zur Vermittlung von Fachwissen werden verschiedene Techniken angewandt, wie zum Beispiel die lexikalische Erläuterung, die Reduktion der Komplexität, die Personalisierung, die Dramatisierung oder eben auch die Emotionalisierung. Oder damit auch wirklich jeder Zuschauer des Videos versteht, was Wissenschaftler in ihren Studien ausdrücken wollen, gibt es eine Menge von Strategien zur Vereinfachung, die Journalisten oder eben auch ich dafür anwenden. Freunde der Sonne, genau, jetzt spreche ich eure Metameile euch gerade direkt an, um eure Aufmerksamkeit zu erhalten. Oder um es fachlich auszudrücken, ist die Begrüßung ein fixer Bestandteil vieler Medienformate und hat eine orientierende und auch kontaktherstellende Funktion. Genauso wie übrigens auch meine Teetasse. Für mein altes Publikum ist es ein wiederkehrendes Element. Neue Zuschauer denken vielleicht, oh schön, richtig gemütlich und so. Aber eigentlich weiß doch niemand genau, was hier überhaupt drin ist. Versuchen wir das doch einfach mal. Ja, ist Tee, genau. Ja, und dann wären da ja noch diese fancy Animationen. Ihr wisst schon, diese coolen Eröffnungssequenzen, auch bei MyLab immer vorhanden. Und die schließen im Grunde die Einleitung ab und ihr wisst, wir kommen zum eigentlichen Inhalt. Somit wirken sie strukturierend und sind natürlich auch noch ziemlich, ziemlich cool. Eine Art Alleinstellungsmerkmal, an das ich mich wieder erinnere. Und selbst wenn jemand nicht verstanden hat, dass ich Chemie liebe und auch noch Kekse, dann esse ich vielleicht einfach noch einen Keks zu Beginn im Video. Oh, der ist ja echt. Es ist kein Greenscreen. Während Nachrichtenstudios abstrakte Moderationsräume darstellen und somit einen sehr sachlich neutralen Eindruck hinterlassen, berichte ich hier live aus meinen eigenen vier Wänden und erschaffe damit eine vertraute Atmosphäre und wir fühlen uns alle einander näher, trotz asynchron und monologischem Format. Also zumindest denkt ihr, dass das hier mein Zuhause ist. Vielleicht habe ich auch nur studioähnlich irgendwie sowas aufgebaut. Ihr versteht schon. Was mir einfällt, wollt ihr vielleicht auch einen Tee? Also, obwohl wir ja hier eigentlich gerade über ernste Themen reden, gleicht das ganze Gespräch hier nicht der Inszenierung von Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit, wie ihr es etwa aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kennt. Denn klar, auch diese Produktion ist öffentlich-rechtlich. Sie ist vom jungen Programm von Funk. Aber grundsätzlich anders ist das ganze kommunikative Verhalten hier. Während übliche Nachrichtensprecher meilenweit von der Kamera entfernt sind, bekommt ihr das Gefühl vermittelt, mir direkt gegenüber zu sitzen oder zu stehen. Damit adressiere ich euch ja irgendwie auch viel direkter. Ich meine, wir arbeiten hier gerade gemeinsam zusammen. Wir reden gemeinsam über die Themen. Wir tauschen uns gemeinsam aus. Das heißt, es ist nicht länger ein passiver Akt der Nachrichtenvermittlung, sondern ein kollektives Austauschen darüber. Es ist also vielleicht ähnlich wie bei einem zwanglosen Videochat mit Freunden. Das Einzige, was uns trennt, ist das Mikrofon. So richtet sich der Fokus irgendwie direkt auf mich und dadurch auf meine ausschweifende Gestik und Mimik, meine Bewegung. Ihr wisst schon. Es wird somit für euch Rezipienten wesentlich einfacher, mir dauerhaft zu folgen. Zudem wird die Atmosphäre dadurch irgendwie auch lockerer und aktiver und fesselt eure Aufmerksamkeit, hält euch sozusagen bei dem Video. Klar, ich als Videoblogger zelebriere so Selbstdarstellung und zeige euch ja aber auch, Wissenschaft muss nicht kompliziert sein. Und falls ihr es doch mal ist, dann ziehen wir einfach einen Experten hinzu. Zum Beispiel bei der viel diskutierten Frage, was bewirken eigentlich Metadaten wie Titel, Thumbnail und Videobeschreibung? Fragen wir mal einen Experten. Also, ich als Experte kann bestätigen, dass Metadaten zur unmittelbaren Adressierung des Publikums führen. Sie ködern Rezipienten wie der Köder den Fisch. Durch auffällig gestaltete Thumbnails und mehrdeutige Titel werden Erwartungen evoziert. Zuschauer werden zum Anklicken der Videos verleitet. Um ein möglichst breites Publikum zu erreichen, werden Inhalte häufig komprimiert dargestellt. Die Videobeschreibung wissenschaftsjournalistischer Formate kann durch die Angabe von Quellen die Möglichkeit zur Vertiefung bieten. Vielen Dank für diese fachkundige Information. Also gut, dass wir das erstmal geklärt haben. Und
Überhaupt, um eine Gliederung zu vermitteln und auf die zentralen Punkte unseres Themas einzugehen, eignen sich strukturierende Fragen, die wir oder Experten dann beantworten können, um thematisch vorzuschreiten, ausgezeichnet. Experten sind auch deshalb dafür ideal, weil sie spezialisiert auf einem Wissensgebiet sind und aufgrund ihrer schlüssigen Argumentation besonders vertrauenswürdig wirken. Hier habe ich auch noch einen. Genau. Ich zum Beispiel bin spezialisiert auf Kriminologie und aus triftigen Gründen, wir verlinken sie in den Quellen, komme ich zu der Annahme, dass dieser Mensch, ja, nicht MyLab, sondern MetaMyLab ist. Was? Wie kommst du denn darauf? Naja, egal. Lassen wir das. Um mein Video möglichst anschaulich für euch zu machen, präsentiere und erkläre ich anschließend gegebenenfalls irgendwelche Medienhalte. Hier seht ihr eine Statistik. Sag mal, habt ihr gerade das Video angehalten, um euch die Statistik anzuschauen? Ansonsten macht es nochmal. Wir haben uns da ja auch irgendwie einen Gag überlegt. Ihr wollt es nicht? Macht nichts. Aber ich dachte, ich involviere euch etwas mehr und schaffe damit eine Simulation von situativer Kommunikation und Interaktion. Kommen wir zu was anderem. Ist Klopapier wirklich das wichtigste Lebensmittel? Das ist eine Frage, die wir uns sicherlich alle schon einmal gestellt haben. Damit gehe ich nämlich auch direkt auf eure persönlichen Gedanken und Sorgen in der aktuellen Situation ein und erzeuge damit irgendwie auch kommunikative Nähe. Aber wie kann man noch mehr von dieser kommunikativen Nähe bekommen? Ganz einfach, indem man meine Videos schaut. Oder einfach ein Keks isst. Übrigens, das Baby ist jetzt da. Auch diese Information gebe ich euch, damit ich für die Zuschauer noch greifbarer werde, da ihr so das Gefühl bekommt, mich persönlich zu kennen. Natürlich habe ich mitbekommen, dass ihr auch Nachforschung über das Geschlecht des Babys angestellt habt. Da könnt ihr googeln, wie ihr wollt, was auch sehr gut zeigt, dass ich bewusst Content Framing in einigen Gebieten betreibe. Zum Content aber nochmal zurück und eine kurze Zusammenfassung des Videos. Die fünf wichtigsten Kategorien nach Clark und Carlson, die ihr hier präsentiert bekommen habt, um Zuschauer zu adressieren, heißen auch fachwissenschaftlich Physical Arrangement, Conversational History, Gestures, Manner of Speaking, and Linguistic Content. Das zur Zusammenfassung, aber noch ein paar letzte Tipps für euch. Verwendet Imperative. Geht auf die Kommentare des letzten Videos ein, damit auch unter diesem neuen Video eine Anschlusskommunikation in den Kommentaren, also das sogenannte Audience Feedback, entsteht. Schaut doch selbst mal nach, hier unter dem Video. Teilt das Video mit jedem, dem es interessieren könnte. Erzählt euren Freunden, dass MyLab und MetaMyLab back sind. Esst mehr Kekse, damit ihr kein Corona bekommt. Nein, also schaut die Videos von MyLab zum Coronavirus und esst dann vielleicht Kekse. Genau, aber was das Wichtigste ist, bleibt sicher.